Herzlich willkommen. Habt ihr auch noch vielleicht ein altes Smartphone zu Hause rumliegen? Dann seid ihr in guter Gesellschaft. Nämlich 83% aller Deutschen geben zu, noch mindestens ein altes Smartphone irgendwo rumliegen zu haben. In irgendeiner Schublade, in einer Cross-Ecke, irgendwo dort, wo man halt alte Elektronik aufbewahrt. In der Summe sind das 206 Millionen Geräte. Und darüber will ich heute mit euch reden, was man mit diesen alten Geräten nämlich anstellen kann, aus Gründen der Ökologie, um die Umwelt zu schonen, denn da ist einiges möglich, nur wird das bislang nicht genutzt. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann bitte hinterlasst mir gerne einen Like, abonniert den Kanal und kommentiert auch gerne unten im Kommentarbereich, damit die Algorithmen wissen, dieses Video ist spannend und andere Leute kriegen es auch zu sehen. Aber jetzt geht's erstmal los. Ja, tatsächlich, 206 Millionen Altgeräte in einem relativ kleinen Land wie Deutschland lungern irgendwo herum, ungenutzt, denn die meisten von uns nehmen sich vielleicht vor, können wir mal weiter verschenken, können wir eine Fernbedienung draus machen, aber dann werden die Geräte doch nicht benutzt. Da sind ganz viele wertvolle Materialien drin, Gold, Kupfer und viele andere Dinge, die man eigentlich wiederverwerten könnte. Das Problem ist, bislang gibt es keine richtig guten Verwertungsketten. Das ist wirklich ein Albtraum, muss man sagen, dass alte Elektrogeräte ganz schlecht und miserabel recycelt werden. Aber es gibt einen Hersteller, Apple, nämlich, der will damit gutem Beispiel vorangehen. Bis zum Jahr 2030 will Apple komplett klimaneutral sein, nach eigenen Angaben, wirklich komplett. Also auch was die eigenen Geräte, was die eigene Stromversorgung, was Transportwege und alles anbelangt. Und da ist natürlich das Recycling ein wichtiger Aspekt. Das Recyceln von alten Werkstoffen, die in Smartphones enthalten sind. Und die können nämlich, wenn man das vernünftig macht, wiederverwendet werden. Ist aber ein aufwendiger Prozess und bislang macht das niemand so richtig gut. Und jetzt hat Apple, das heißt jetzt schon etwas länger, hat Apple einen Roboter am Start, der nennt sich Daisy. Und der kann alte iPhones, das ist jetzt noch Neues, also der kann alte iPhones, diverse Modelle in alle Einzelteile zerlegen, 20 Sekunden dauert das nur und dann werden diese ganzen Werkstoffe wiederverwertet. Das ist eine ziemlich coole Sache. Zwei von diesen Robotern gibt es, einer steht in Texas in den USA und einer im niederländischen Breda und den habe ich mir mal angeschaut und hier könnt ihr sehen, was ich da zu erzählen habe. Jedes noch so schicke Smartphone landet, ja, traurige Realität, früher oder später als Elektromüll auf einer Deponie. Was für eine Verschwendung und Belastung für die Umwelt. Denn in der Regel entstehen dabei Unmengen von gehäckseltem Elektroschrott und der lässt sich nicht vernünftig recyceln. Das will Hersteller Apple ändern. In dieser Fabrik in Niederlanden steht ein Spezialprodukt, der erste seiner Art. Er kann iPhones in alle Einzelteile zerlegen und ermöglicht so erstmals ein vollständiges Recycling. Also ich bräuchte wahrscheinlich Stunden, um ein altes iPhone auseinanderzunehmen, denn dafür braucht man spezielle Werkzeuge und auch sehr viel Erfahrung. Dieser Roboter hier, der heißt Daisy, der kann das viel schneller. 200 iPhone-Geräte, alte Geräte, zerlegt der pro Stunde, das heißt pro Gerät nur 20 Sekunden. Und dann werden da wertvolle Bauelemente und Bausteine herausgeholt, wie Gold, Kupfer. Und so wird die Umwelt geschont, weil diese Materialien wiederverwendet werden. Und 20 verschiedene Modelle erkennt der Roboter automatisch. Und das hier gebe ich jetzt ins Recycling. Das Arbeitstempo ist beeindruckend. Zuerst wird das Handy geöffnet, blitzschnell. Daisy entfernt Rahmen, Display und Gehäuse und alle Schrauben. Es folgt ein Kälteschock, um den Akku aus der Verklebung zu holen. In einem dritten Schritt entfernt der Roboter alle Einzelteile und die landen dann auf solchen Haufen feinsäuberlich sortiert. Stolz präsentiert mir Sarah Chandler, die bei Apple weltweit für Nachhaltigkeit zuständig ist, das Ergebnis. Kilo, nein, tonnenweise Materialien, die sich weiterverarbeiten und wiederverwenden lassen.
Das Ziel bei Daisy ist zu zeigen, was möglich ist. Als wir uns das Ziel gesteckt haben, schon bald nur noch recyceltes Material zu verwenden, haben wir gemerkt, wir brauchen einen komplett neuen Weg, Elektronik zu recyceln. Daisy schafft 200 Geräte pro Stunde. Wir hoffen nun sehr, andere aus der Industrie machen mit. Apple will zeigen, Recycling kann funktionieren. Nahezu alles, was Daisy da einsammelt, verarbeitet Apple weiter. Die Zahlen sprechen für sich. Eine Tonne recyceltes Material erspart etwa 2000 Tonnen Rohmaterial aus Abbaugebieten. Enorm. Das, was Daisy hinter mir aus den Altgeräten rausholt, sind wirklich unvorstellbare Mengen. Und sie werden hier getrennt aufbewahrt. Hier zum Beispiel greife ich mal rein. Das sind alte iPhone-Kameralinsen. Und so sind die verschiedenen Materialien hier überall aufgeteilt. In den neuen iPhone-Modellen werden dann tatsächlich bis zu 100% der Magnete bereits aus recyceltem Material verwendet. Und bis zu 98% von seltenen Erden und Gold. Und das Ziel ist, dass 100% des Materials aus recyceltem Material kommen. Recycling ist ein aufwendiger Prozess. Bislang bestehen Apple-Produkte aus mindestens 20% recyceltem Material. Beim neuen iPhone ist es schon deutlich mehr. Magnete oder Leiterbahnen, aber auch Gold und Lötzinn kommen bereits vollständig aus dem Recycling. Ziel muss aber aus ökologischer Sicht ein nahezu vollständiger Wertstoffkreislauf sein. Unser Ziel ist tatsächlich, dass bis 2030 all unsere Produkte vollständig aus recyceltem oder erneuerbarem Material bestehen und komplett CO2-neutral sind. Recycling spielt dabei eine riesengroße Rolle. Ambitioniert. Apple bietet sein Know-how anderen Unternehmen kostenlos an. Die Abfallwirtschaft oder andere Hersteller dürfen Daisy also lizenzfrei nachbauen. Doch nun muss ein weiteres Problem gelöst werden. Die Menschen geben zu wenige Geräte zurück. Daisy könnte deutlich mehr alte iPhones zerlegen. Darum bieten Apple, wie viele andere Verwerter, den Menschen Geld für Altgeräte, damit sie wieder in den Kreislauf kommen und nicht in dunklen Schubladen vergammeln. Spannende Sache, oder? Vor allem finde ich gut, dass Apple tatsächlich sagt, wir machen das nicht nur für uns, um unsere Profite zu steigern und wirklich den Werkstoffkreislauf hinzubekommen. Jeder andere Hersteller oder auch Recycler kann diese Patente, kann diese Technologie benutzen und kostenlos von Apple bekommen. Das nenne ich tatsächlich mal eine Vorreiterrolle. Die nächsten Schritte müssen natürlich sein, nicht nur iPhones zu zerlegen, sondern auf dieselbe Art und Weise auch iPads, MacBooks, iMacs und was es nicht alles gibt. Und das wird natürlich noch ein langer Weg sein. Aber die ersten Schritte sind tatsächlich gemacht. Und ich fand das schon wirklich beeindruckend, mit welchem Tempo dieses Gerät, dieser Daisy da die Geräte auseinanderschraubt und dann die Sachen schön fein säuberlich sortiert in die einzelnen Haufen wirft und die werden dann abgeholt und tatsächlich wiederverwendet. Irgendwann will Apple es tatsächlich schaffen, dass 100% aus recyceltem Material verwendet wird bei der Herstellung neuer Geräte. Noch ist es nicht so weit, aber wir müssen es dringend schaffen, weil diese seltenen Erden heißen nicht umsonst seltene Erden. Sie sind sehr schwer zu holen aus den Bergwerken und das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe und es wird auch sehr viel Wasser verbraucht und Energie verbraucht und das muss ja nicht sein. Werkstoffkreislauf, das ist ein Ziel, das wir unbedingt anstreben sollten. So, genug geredet. Wie geht ihr mit alten Smartphones um? Wie findet ihr die Idee von Apple? Kommentiert das doch gerne. Bleibt neugierig. Bis demnächst. Tschüss.